Herkese merhaba. Deutsche Verben Almanca fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde yine Almanca'da çok kullanılan fiillerden benutzen, beobachten, entdecken, untersuchen, verbrauchen fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan 6 zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, TV, kitap, makale vesaire de kullanılır. Perfekt, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılmaktadır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz benutzen, kullanmak. Präsens, ich benutze, ben kullanıyorum. Ich benutze, ich benutze. Präteritum, ich benutzte, ben kullanıyordum, kullandım. Ich benutzte, ich benutzte. Perfekt, ich habe benutzt, ben kullandım. Ich habe benutzt, ich habe benutzt. Tekrar edelim, ich benutze, ich benutze. Ich benutzte, ich benutzte, ich habe benutzt, ich habe benutzt. Futur 1, ich werde benutzen, ben kullanacağım. Ich werde benutzen, ich werde benutzen. Futur 2, ich werde benutzt haben. Ben kullanmış olacağım. Ich werde benutzt haben. Ich werde benutzt haben. Plusquamperfekt. Ich hatte benutzt. Ben kullanmıştım. Ich hatte benutzt. Ich hatte benutzt. Tekrar edelim. Ich werde benutzen. Ich werde benutzen. Ich werde benutzt haben. Ich werde benutzt haben. Ich hatte benutzt. Ich hatte benutzt. Örnek cümlemize geçelim. Man benutzt einen Flaschenöffner, um eine Flasche zu öffnen. Şişe açıcıyı şişe açmak için kullanılır. Tekrar edelim. Man benutzt einen Flaschenöffner, um eine Flasche zu öffnen. Man benutzt einen Flaschenöffner, um eine Flasche zu öffnen. Diğer bir örnek cümlemiz: Da meine Haut sehr empfindlich ist, benutze ich natürliche Seife anstatt Duschgel. Cildim çok hassas olduğu için duş jeli yerine doğal sabun kullanıyorum. Tekrar edelim. Da meine Haut sehr empfindlich ist, benutze ich natürliche Seife anstatt Duschgel. Da meine Haut sehr empfindlich ist, benutze ich natürliche Seife anstatt Duschgel. Diğer bir fiilimiz beobachten, gözlemlemek, gözetlemek, izlemek anlamına geliyor. Präsens,
Ich beobachte. Ben gözlemliyorum. Ich beobachte. Ich beobachte. Präteritum. Ich beobachtete. Ben gözlemliyordum, gözlemledim. Ich beobachtete. Ich beobachtete. Perfekt. Ich habe beobachtet. Ben gözlemledim. Ich habe beobachtet. Ich habe beobachtet. Tekrar edelim. Ich beobachte. Ich beobachte. Ich beobachtete. Ich beobachtete. Ich habe beobachtet. Ich habe beobachtet. Futur bir, ich werde beobachten. Ben gözlemleyeceğim. Ich werde beobachten. Ich werde beobachten. Futur 2, ich werde beobachtet haben. Ben gözlemlemiş olacağım. Ich werde beobachtet haben. Ich werde beobachtet haben. Plusquamperfekt. Ich hatte beobachtet. Ben gözlemlemiştim. Ich hatte beobachtet. Ich hatte beobachtet. Tekrar edelim. Ich werde beobachten. Ich werde beobachten. Ich werde beobachtet haben. Ich werde beobachtet haben. Ich hatte beobachtet. Ich hatte beobachtet. Örnek cümlemize geçelim. Die Verkehrspolizisten beobachten den Verkehr. Trafik polisleri trafiği izliyorlar. Tekrar edelim. Die Verkehrspolizisten beobachten den Verkehr. Die Verkehrspolizisten beobachten den Verkehr. Diğer bir örnek cümlemize geçelim. Die Astronomen beobachten die Bewegungen der Himmelskörper. Gökbilimcileri gök cisimlerinin hareketlerini gözlemler. Tekrar edelim. Die Astronomen beobachten die Bewegungen der Himmelskörper. Die Astronomen beobachten die Bewegungen der Himmelskörper. Diğer bir fiilimiz entdecken, keşfetmek, meydana çıkarmak anlamına geliyor. Präsent, ich entdecke, ben keşfediyorum. Ich entdecke, ich entdecke. Präteritum, ich entdeckte, ben keşfediyordum, keşfettim. Ich entdeckte. Ich entdeckte. Perfekt. Ich habe entdeckt. Ben keşfettim. Ich habe entdeckt. Ich habe entdeckt. Tekrar edelim. Ich entdecke. Ich entdecke. Ich entdeckte. Ich entdeckte. Ich habe entdeckt. Ich habe entdeckt. Futur 1. Ich werde entdecken. Ben keşfedeceğim. Ich werde entdecken. Ich werde entdecken. Futur 2. Ich werde entdeckt haben. Ben keşfetmiş olacağım. Ich werde entdeckt haben. Ich werde entdeckt haben. Plusquamperfekt. Ich hatte entdeckt. Ben keşfetmiştim. Ich hatte entdeckt. Ich hatte entdeckt. Tekrar edelim. Ich
werde entdecken, ich werde entdecken, ich werde entdeckt haben, ich werde entdeckt haben, ich hatte entdeckt, ich hatte entdeckt. Örnek cümlemize geçelim. Auf dem Weg nach Indien entdeckte Kolumbus am 12. Oktober 1492 Amerika. Hindistan'a giderken Kolumbus 12 Ekim 1492'de Amerika'yı keşfetti. Tekrar edelim. Auf dem Weg nach Indien entdeckte Kolumbus am 12. Oktober 1492 Amerika. Auf dem Weg nach Indien entdeckte Kolumbus am 12. Oktober 1492 Amerika. Diğer bir örnek cümlemize geçelim. Ich habe gestern im Keller eine riesengroße Maus entdeckt. Dün Bodrum'da kocaman bir fare buldum. Tekrar edelim. Ich habe gestern im Keller eine riesengroße Maus entdeckt. Ich habe gestern im Keller eine riesengroße Maus entdeckt. Diğer bir fiilimiz untersuchen. Araştırmak, incelemek, muayene etmek anlamında kullanılır. Präsens, ich untersuche. Ben araştırıyorum. Ich untersuche. Ich untersuche. Präteritum, ich untersuchte. Ben araştırıyordum, araştırdım. Ich untersuchte. Ich untersuchte. Perfekt. Ich habe untersucht. Ben araştırdım. Ich habe untersucht. Ich habe untersucht. Tekrar edelim. Ich untersuche. Ich untersuche. Ich untersuchte. Ich untersuchte. Ich habe untersucht. Ich habe untersucht. Futur bir, ich werde untersuchen. Ben araştıracağım. Ich werde untersuchen. Ich werde untersuchen. Futur iki, ich werde untersucht haben. Ben araştırmış olacağım. Ich werde untersucht haben. Ich werde untersucht haben. Plusquamperfekt. Ich hatte untersucht. Ben araştırmıştım. Ich hatte untersucht. Ich hatte untersucht. Tekrar edelim. Ich werde untersuchen. Ich werde untersuchen. Ich werde untersucht haben. Ich werde untersucht haben. Ich hatte untersucht. Ich hatte untersucht. Örnek cümlemize geçelim. Der Detektiv untersuchte damals einen sehr interessanten Fall. Detektif o zamanlar çok ilginç bir vakayı araştırıyordu. Tekrar edelim. Der Detektiv untersuchte damals einen sehr interessanten Fall. Der Detektiv untersuchte damals einen sehr interessanten Fall. Diğer bir örnek cümlemize geçelim. Der Arzt untersucht regelmäßig seine Patienten. Doktor düzenli olarak hastalarını muayene ediyor. Tekrar edelim. Der Arzt untersucht regelmäßig seine Patienten.
Der Arzt untersucht regelmäßig seine Patienten. Diğer bir fiilimiz verbrauchen, tüketmek, aşındırmak anlamına geliyor. Präsens, ich verbrauche, ben tüketiyorum. Ich verbrauche, ich verbrauche. Präteritum, ich verbrauchte, ben tüketiyordum, tükettim. Ich verbrauchte. Ich verbrauchte. Perfekt. Ich habe verbraucht. Ben tükettim. Ich habe verbraucht. Ich habe verbraucht. Tekrar edelim. Ich verbrauche. Ich verbrauche. Ich verbrauchte. Ich verbrauchte. Ich habe verbraucht. Ich habe verbraucht. Futur bir, ich werde verbrauchen. Ben tüketeceğim. Ich werde verbrauchen. Ich werde verbrauchen. Futur iki, ich werde verbraucht haben. Ben tüketmiş olacağım. Ich werde verbraucht haben. Ich werde verbraucht haben. Plusquamperfekt. Ich hatte verbraucht. Ben tüketmiştim. Ich hatte verbraucht. Ich hatte verbraucht. Tekrar edelim. Ich werde verbrauchen. Ich werde verbrauchen. Ich werde verbraucht haben. Ich werde verbraucht haben. Ich hatte verbraucht. Ich hatte verbraucht. Örnek cümlemize geçelim. Wir sollten an die Umwelt denken und nicht so viel Energie verbrauchen. Çevreyi düşünmeli ve çok fazla enerji tüketmemeliyiz. Tekrar edelim. Wir sollten an die Umwelt denken und nicht so viel Energie verbrauchen. Wir sollten an die Umwelt denken und nicht so viel Energie verbrauchen. Bugünkü dersimizde benutzen, beobachten, entdecken, untersuchen, verbrauchen fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.